Junior Fernandes ist da. Der chilenische Neuzugang der Werkself landete gestern gemeinsam mit seinem Berater in Düsseldorf und wurde vom Leiter der Bayern 04 Scouting-Abteilung Jonas Bold herzlich begrüßt. Die Vorfreude des 23-jährigen Stürmers auf seine neue Aufgabe ist riesengroß. Ich bin ganz entspannt und freue mich auf die tolle Aufgabe bei Bayer 04. Ich werde immer 100% geben, um mit dem Club Erfolg zu haben. Von Gesprächen mit Arturo Vidal habe ich viel Positives über Bayer 04 gehört. Und ich bin sicher, dass es mit der Eingewöhnung sehr gut klappen wird. Vom Flughafen aus ging es direkt weiter für Junior Fernandes Richtung Hotelbett, um für den ersten Arbeitstag in der Bay Arena ausgeruht zu sein. Organisatorische Dinge standen heute noch zunächst auf der Tagesordnung, bis der chilenische Offensivspieler sich dann am Nachmittag im Rahmen einer Pressekonferenz gemeinsam mit Daniel Carvajal, dem neuen Rechtsverteidiger der Werkself, den Medien präsentierte. Ich bin überzeugt von meinen Qualitäten, aber ich weiß auch, dass ich noch einiges dazulernen muss, auch weil es eine stärkere Liga ist. Aber ich bin davon überzeugt, dass man mir hier helfen wird, mich zu verbessern. Mein Eindruck nach der ersten Woche in Leverkusen ist sehr gut. Ich bin froh, nach Leverkusen gekommen zu sein, um meine Möglichkeiten zu nutzen, in der Bundesliga spielen zu können. Dafür bin ich sehr dankbar. Genau wie Junior werde ich auch versuchen, das Beste aus mir rauszuholen, um vielleicht mit Bayern 04 in der Zukunft einmal einen Titel zu holen. Incluso aspirar a ganar la Bundesliga. Es wird uns sicherlich beiden helfen, dass hier einige spanisch sprechende Spieler in der Mannschaft sind. Gonzalo Castro, Renato Augusto und auch Michael Ortega. Das wird Junior und mir ganz bestimmt helfen. Bayern 04 Sportchef Rudi Völler zeigte sich zufrieden mit den Neuverpflichtungen Daniel Carvajal und Junior Fernandes und charakterisierte die Erwartungen an beide. Fange ich mit Daniel an, der ja wie gesagt schon eine Halbzeit jetzt in Offenbach gespielt hat und den Beweis gestellt hat, warum wir ihn geholt haben, mit seiner auf seiner rechten Seite, der rechten Verteidigerposition, diesen, wie wir es ja von den Spaniern gewohnt sind, auch aus der Liga. Diesen Drang, Fußball spielen zu wollen, gute Technik, schnell nach vorne, Mittelfeld überbrücken, die Mitspieler gut einsetzen, natürlich immer in Bewegung. Das hat er schon angedeutet. Wenn er noch einige Spieler in den Beinen hat, wird es natürlich noch intensiver sein. Und er wird sicherlich seine Sache hier sehr gut machen. Bei Junior ist es natürlich anders, weil er Stürmer ist, den wir bewusst so ausgesucht haben. Er ist nicht jetzt gleichzusetzen von seiner Art, Stürmer zu sein wie Eren Derijok. Er ist ein Spieler, der auf allen Positionen einsetzbar ist. Er kann die klassische Nummer 9 spielen, er kann als zweite Spitze fungieren, er kann auch über die Außenposition spielen, ist schnell, schussstark, dribbelstark. Zumindest haben wir ihn alle so gesehen und hoffen natürlich, dass er das hier auch bei uns dann so unter Beweis stellt.